Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken God of War, das ist der 28. Part. Und ja, Baldur hat mit uns hier gerade gekämpft. Wir sind vom Drachen abgestürzt, dann sind wir hier in die Welt. So, was ist mit ihm? Dann sind wir hier in dieser Welt gestrandet. Ja, ich habe mir das nicht ganz erklären können, was genau passiert ist. Auf jeden Fall hat er den Bifrost da reingesteckt. Und, ah, da liegt er. Und wir sind jetzt hier drin. Das ist, glaube ich... Du sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig, du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Was ist das, Helheim, oder was ist das hier? Guck ich mal gleich auf die Karte. Okay, ich hoffe, das hat gereicht, dass er ein bisschen Respekt bekommen hat. Ja, wir sind in Helheim. Okay, nice. Zweite Runde, Trophäe. Okay, wahrscheinlich... Ja, ich denke, dass wir ihn noch töten. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich weiß zwar nicht wie... Oh, ist das kalt! Das ist Hel? Nicht nur Hel. Der schlimmste Teil von Hel überhaupt. Okay. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tirs Tempel, aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern, aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier schon komisch schnell auf der Linie. Oh, shit, da ist er. Opa. Dankeschön. Junge. War nicht ich? Hey, nice. Kleine Kiste. Hier haben wir noch eine Öffnung. Frage ist, warum wir dieses Tor hier aufmachen. Also das kapiere ich nicht ganz, was das bringen soll. Na gut. Dann gehen wir weiter. Oh. Hier stürzt alles ein. Dankeschön. Ach, da ist noch einer, oder was? Zack, zack, zack. Kurzen Prozess. What the fuck, was ist hier los? Okay, der war verbuggt. Hat sich aber selber entbuggt. Das ist schön. Was ist hier los? War ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Ja. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Ja, man kriegt doch hier solche Halluzinationen oder irgendwelche komischen Flashbacks. Den schlimmsten Gedanken, die du dir denken kannst. Ja. Okay, was haben wir hier? Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision Qual sein soll. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Okay. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir. Es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Das zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Ich weiß, ich habe uns das eingebrochen. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wie immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Oh Mann. Okay, eine fehlt uns.
Eine Energiequelle. Was ist hier los? Ah, wir müssen. What the fuck, und jetzt? Okay. Ah, da unten. Okay. Ah, hier ist einfach nur so eine Kiste, also so ein Grab. Komm hier, komm hier, komm hier! Okay, sonst ist ja nichts, oder? Oder ist hier noch was Wichtiges? Wir brauchen ja nochmal so eine Energie. Also diese Winde von Helheim, oder wie die Kacke heißt. Eine haben wir, aber die zweite fehlt uns halt. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller? Ich muss nachdenken. Okay, kapiere ich nicht. Und da sind wir gekommen. Wir haben auch noch was. Wieder zurück, oder was? Wir sind doch von hier gekommen, oder? Eine braucht man noch. Ne, wir sind nicht von hier gekommen. Wir sind... Okay. Naja, guck mal gleich. Ah, wir können uns hier wahrscheinlich abseilen. Vielleicht. Okay, so mal logisch überlegen. Hier gibt es eine Energiequelle, oder? Nee. Okay, gehen wir mal nochmal ganz zurück. Hier gibt's auch keine. Okay. Ja, die Frage ist jetzt, ob wir uns da abseilen können. Echt komisch. Und die extra nochmal hier so ein kleines Rätsel reingebaut. Um das Ganze zu verzögern hier. Ja, ich muss sagen, die Abwechslung im Spiel gefällt mir. Diese Momente zwischen krassen Bossfights und kleinen Rätseln. Wir müssen dahin irgendwie nach rechts, ja. Aber er springt da nicht hin. Wahrscheinlich kommen wir durch die Tür erst dahin. Ich kapiere das nicht. Was passiert, wenn wir... Müssen beide Windfallen gefüllt werden? Ja, natürlich müssen beide. Das sieht man ja. Aber wie denn? Okay, das ist jetzt wieder echt eine Kacke. Also ich will da keine unnötige Zeit verschwenden, ich mache einen Cut hier einfach, dann suche ich das und dann, ja, sehen wir uns. Ja Leute, muss man halt genau hingucken. Da, klick, einfach vereisen, wechseln, rausziehen. Man erwartet das halt nicht, ja, und dann guckt man da nicht ordentlich zu. Also nicht ordentlich hin, besser gesagt. Okay. Oh, den kennen wir ja, den kleinen Schmucki. Oh, auf engstem Raum. Komm her! Komm her! Komm her! So, nehmen wir noch die Axt. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das muss man abballern. Wenn du das nicht schaffst, dann killt er dich. So, jetzt benutzen wir mal unsere Axt. Wir haben sie ja nicht umsonst abgegradet.
Okay, werfen bringt nichts. Komm her, komm her. Alter, wir machen keinen Damage. Okay. Ja, dann machen wir das so hier. Zack, zack, zack. Alter, die Hausklingen sind so heftig. Okay, das war knapp. Das war richtig knapp. Richtig, richtig knapp. Okay, Chaosflamme. Nice. Okay, das ging ja schnell. Mit der Chaosklinge, also das Upgraden ging schneller als mit der Axt. So, Moment da mal. Erstmal alles hier durchsuchen. Okay. Können wir uns immer noch nicht abseilen. Hätte schon die Truhe gerne mitgenommen. Na gut, dann gehen wir weiter. Ah, hier ist noch was. Okay. Irgendein Schmuckel. Steht da so episch auf. Klick, einfach gekillt, fertig. Okay. Schieben wir mal das Ganze. Okay, dann können wir die Kiste doch noch aufmachen. Also das Grab, besser gesagt. Leak. Okay. Warte mal, warte mal, warte. Kann ich nicht hochspringen, oder was? Wieso kann ich da nicht hochspringen? Okay, dann denke ich, müssen wir das zum Fenster bringen, aus dem Fenster springen oder so. Hier so. Wahrscheinlich. Die check ich nicht. Nicht rüber. Das ist eigenartig. Ja, jetzt kommen doch noch kleine Rätsel. Okay, ich check's nicht. Geh mal nochmal von der Seite rum. Vielleicht kann man da irgendwie rausspringen. Da, ah, okay. Hier rüberspringen. Ah ja, geht doch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so weit springen kann, aber... Okay, was haben wir? Stahl. Oh! Okay. Expecto Patronus! Warte, ich glaube, ich sehe Balken davon. Ja, hoffentlich. Ich will ihn endlich platt machen hier. Endlich mal den Kampf beenden hier. Kampf der Giganten. Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Okay. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. Bitte. Bitte, befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir, irgendwann dankst du mir. Okay. Das... Komm schon. Scheiße, Mann. Das ist die Fee, oder wie die heißt. Das ist diese Hexe, das ist seine Mutter. Die hat doch erzählt, dass sie einen Sohn hat. Okay. Das ist krank. Wir finden eine Lösung. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß wie. Was hat er gemacht? Tu es, tu es. Ah, er will sie töten. Komm schon!
Er ist im Endeffekt eine arme Sau. Ein armer kleiner Schmuck ist es. Krass. Okay, das muss sie uns dann mal erklären, warum sie uns das nicht gesagt hat. Ja, die haben alle ihre Geheimnisse. Freya ist seine Mutter. Krass. Hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich's auch. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Alter, der Typ ist voll irre. Ja, im Endeffekt will er sterben anscheinend. Er hat keinen Bock mehr. Komm, wir gehen hier rein. Ich will mit ihm kämpfen. Erstmal erledigen hier. Der will ja sterben, also helfen wir ihm. Ja, ich kann das schon verstehen. Ah, okay. Hier ist einfach ein Schatz. Wenn er nichts mehr fühlt, nichts spürt, keine Freude mehr empfindet und nichts, dann wozu leben? Das ist ja keine Freude mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sterben will. Aber krass, dass die uns das nicht erzählt haben, ey. Ja, jeder lügt rum im Endeffekt. Okay, ich denke, hier werden wir wahrscheinlich kämpfen. Weil hier mehr Platz ist. Tempelsau. Oder was auch immer der da schreit. Tempelsau. Alter, die bauen sich sogar so einen Schutzwall selber. Oh shit. Wollte eigentlich parieren. Alter, heftig, wie die da gegrillt werden. Shit. Nice. Wer war das? Vereinige uns. Wer war das? Das war eine komische Stimme. Eine Unbekannte. Was ist denn hier? Also es schaut alles so danach aus, als wäre jetzt gleich Schluss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon das Ende des Spiels ist. Das kann ja nicht sein. Ich glaube, da oben ist noch was. Das kann doch jetzt nicht das Ende schon sein, weil irgendwie, also es schaut so alles so danach aus. Aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es schon jetzt vorbei ist. Hier ist anscheinend irgendwas versteckt. Ah, nee, nee, von hier sind wir gekommen. Oder? Ja, ich glaube schon, warte mal. Hier hin? Ja, ja, von hier sind wir gekommen. Ja, alles klar, das ist einfach der Weg zurück. Und da wollen wir natürlich nicht hin. Weg. immer mit deiner Hand, ey. Oh Mann, gratis. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir einen kleinen Stein. Ich glaube, das ist auch ein Weg zurück. Ah, da ist wieder so eine kleine Kiste mit Siegeln. Guck mal, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und was haben wir hier? Hier geht es auch weiter. Ah, wir müssen da hin. Okay, dann gehen wir erstmal zu der Kiste. Gucken wir mal, ob wir die aufmachen können. Weil das war schon schwer jetzt, in letzter Zeit, die Siegel zu finden. Okay. Hier ist irgendwas. Da ist eine Truhe. Hier ist nichts. Ja, das müssen wir wahrscheinlich runter. Nee. Das können wir noch zurückschieben. Runter konnte ich es nicht.
Okay. Jetzt? Da ist ein Siegel, ich sehe das. Was ist das denn? Ein Weihnachtsmann? Okay. Ach, hier sind andere Siegel. Schauen anders aus. Dahinter. Nee, das war irgendwas anderes. Dahinter ist ein Siegel. Ah, okay, jetzt geht's. Was war das jetzt für ein Weihnachtsmann? War das ein Easter Egg oder? Weil hier ist die normale Rune. Nee, das war eine Rune. Okay, also ein Siegel. 2 von 3. Okay, was könnten wir hier noch machen? Wir könnten... Ja, 2 sind wahrscheinlich leicht und die 3. ist wahrscheinlich richtig heftig versteckt. Irgendwas... Okay, wir können draufklettern. Ja, dann schieben wir das noch ein bisschen weiter zurück. Gucken wir mal, wie weit das geht. Vielleicht checken wir dann. Vielleicht ist es... Ah, da, guck mal. Ja, logisch. Okay, das ist natürlich logisch. Okay. Oh! Ah, ich sehe die Rune. Da ist sie. Also die Siegel. Flieg. Nice. Wuhu. Endlich mal wieder so eine Kiste aufmachen. Schon lange nicht mehr aufgemacht. Okay, 1 von 3. Oh, schade. Naja, egal. Hoppa. Ja, dann gehen wir aufs Schiff. Wahrscheinlich kämpfen wir am Schiff. Wenn man das Epische ist. Voll in Fahrt wahrscheinlich so. Kann mir gut vorstellen. Aber ich denke, dass wir ihn jetzt gleich töten werden. Weil das wird dann der 3. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Das ist dann am Endeffekt der 3. Fight zwischen uns. Lass mir ein wenig Raum. Okay, das haben wir befreit. Die Kacke brennt hier. Mal hier. Ja, hier werden wir kämpfen, weil jetzt so viel, guck mal, wie viel Heilung hier ist. Aber der wird uns jetzt bemerken, ja. Du hast schon genug getan. Alter, sind Menschen drin, oder? Ja, krass. Was schon? Okay, hier ist was. Leak. Siegel setzen. Toll! Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tirs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauf. Die waren erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Wir behelfen uns. What the fuck, was jetzt los? Ah, wir sind fast hier. Fast zerschellt hier. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Ja, abwarten. Ach so, wir hängen fest. Okay, was ist hier? Wir hängen hier fest. Oh, warte mal. Mal drücken. Hey, was ist das hier? Ein Anker oder was? Mach deinen Anker Platz. Dann sind jetzt die Segellose. Sieh her. Ah, er nimmt jetzt die Segel und dann fliegt er. Alter, das ist echt episch. Ich denke, die fliegen jetzt mit den Segeln einfach. Kann ich? Nee. Kann mir vorstellen, dass die sie einfach packen und dann... Hier ist noch eine.
Kids? Du hast die Segel losgeschnitten. Und was, du holst die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Ah, nach oben. Ja, jetzt fliegen sie. Ja, genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Sehr nice. Wuhu! Aber Gott, jetzt kämpfen wir, denke ich. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Ah, okay. Unglaublich. Und wieder. Wie eine riesige Himmelslaterne. Und wieder festhängen. Okay, wie kommen wir? Wie kommen wir da hoch? Hm. Hier geht auch nichts. Ah, okay. Alles klar. Und der bleibt am Boot, oder was? Mann, ich brauche seine Hilfe. Er ist wirklich ein guter Bogenschütze. Okay, ich glaube, jetzt kämpfen die da. Also irgendwas muss ja jetzt passieren jetzt. Oder die machen es extra so, dass man denkt, jetzt kommt was, aber es kommt nicht. Das machen natürlich auch gerne so als Stilmittel. Leg. Was ist das? Legendärer Zauber. Ich sagte, bleib Brandschaden. Auf dem Boot. Nice. Ich würde mal sagen, wir machen mal den Brandschaden lieber rein. So, wie geht das nochmal? Waffen. Nee, Rüstung. Genau. Plätze. Gucken wir mal, ob das geht. Maximal Angriff und plus. Nee, das will ich nicht. Brandschaden. Genau, nice. So, jetzt haben wir mehr Brandschaden und mehr Eisschaden. 25% ist viel. Ah, hier ist ein Anker. Okay. Und jetzt? Ah, warte mal, da ist irgendwas. Das ist eine Brücke. Es hat geklappt, wir sind frei. Warte dort auf mich. Oh, okay, noch eine. Besuch. Wir haben Besuch. Wow, eine Eishexe. Okay. Die Eisvariante. Okay, da schalte ich mal glatt meine Wut ein. Komm her. Aber ihr hilft die Wut nichts. Oh, alleine gegen sie. Ah, okay, das schießt von oben. Dankeschön. Ja, der ist voll wichtig. Also Bogenschütze. Ah, Bastard. Wir müssen reden. Hier ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen. Du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Atreus ist nicht deine Sorge. Komm, halt dein Maul. Er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Ja. Scheiße. Flieg. So. Eisen. Was ist hier? Ah, guck mal, da ist irgendwas. Kleines Geheimnis. Ein kleines Geheimnis. Wollen sie vor uns verstecken? Ah, okay. Es fährt einfach runter und dann... Ja, der Junge wird wirklich Probleme machen, aber damit werden wir schon klar. Damit werden wir schon klarkommen, ey. Blick. So, was ist hier Schönes? So Silber oder was?
Oh Mann, so ein schönes Versteck, bloß für Silber. Okay, naja, gut. Na gut. Klick. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Klick. Geschafft. Ist frei. Okay, nice. Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater. Lass es uns beenden. Hä? Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Okay. Nein. Wieder diese Stimme. Ah, das ist Zeus, oder? Das ist? Ich weiß es nicht. Das ist sein Vater. Okay. Himmel von Ilheim. Krank. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir den Cut. Wir sind jetzt bei fast 32 Minuten. Wir schauen dann einfach in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Abonnier den Kanal, damit du nichts verpasst. Und gib uns einen Daumen hoch für die gute Arbeit. Also, hau rein, ich wünsche dir was. Wir sehen uns.